Und ich bin dann tatsächlich erkrankt. Ich konnte meinem Papa dann nicht so direkt sagen, dass ich Krebs bekommen habe. Ich habe echt nicht getraut, weil der wäre total ausgerastet. Ja. Und das mit den Krebserkrankungen, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich den in Deutschland bekommen habe. In Polen ist das so mit der Narkose bei der Operation ein bisschen schwierig. Ja, je nachdem, wie viel der Chirurg hochprozentige so verträgt. Ja, es ist schon so ein bisschen aus Kostengründen. So eine Flasche ukrainische Wodka reicht für mehrere Blinddarme. Aber in Deutschland gibt es da, also die Kranken werden auch oft ein bisschen diskriminiert. Bei der Diagnosestellung musste ich direkt eingetragen werden in so Krebspatientenregister. Das klang sehr, sehr böse. Haben mich direkt eingetragen und dann ging es los, Operation und so weiter, ganze Prozedere, hat ein bisschen gedauert, Reha. Und dann musste ich die ganzen Anträge, Papiere, ich sage, da musst du echt gesund sein, um das alles durchzustehen, bis du mit der Krankheit durch bist. Und ich hatte auch kein Chemo dazu, von daher hatte ich nur Glück dabei. Aber ich hatte im Reha die ganzen Papiere fertig. Als ich nach Hause kam, habe ich mich sehr gefreut. Brief von der Krankenkasse, gucke ich mal, alles erledigt, muss ich nicht mehr viel machen. Krankengeld, Antrag, alles durch, nee. Und was steht da? Ich kriege einfach nur Werbung. Haben Sie schon Organspendeausweis? Ich weiß es nicht, an wen ich so appellieren sollte, dass man vielleicht bei diesem Register, wenn man schon krebskrank ist, dass man aus diesem Werberegister dann vielleicht auch gestrichen wird. Oder ich weiß nicht, ob man da so gerne... Ja, nur mein Magen hat den Krebs. Der Rest ist noch gesund. Ich stehe keine dann zur Verfügung.